So, schauen wir doch mal rein. So, die Citadel können wir damit jetzt eigentlich erstmal hinter uns lassen. Und können uns eigentlich direkt in den Athenennebel aufmachen, denn ansonsten haben wir auch nichts mehr. Und wir sehen, die Reaper, die haben schon extrem viele Systeme mittlerweile an sich gerissen. So, der Athenennebel wartet auf uns. Damit haben wir auch die großen DLCs soweit alle durch. Die großen Story-DLCs, die drei, die es gibt. Und jetzt geht es auf nach Tessia selbst, um das geheime Artefakt zu finden, von dem die Asari-Ratsherrin gesprochen hat. Und auf Tessia wird's ziemlich ungemütlich, was die Reaper angeht. Schauen wir es uns an. Die Asari-Heimatwelt wurde als Kronjuwel der Galaxie bezeichnet, als Gipfel der Demokratie und schlagendes Herz galaktischer Liebe. In ihren Republiken gibt es erstaunlich wenig Krieg, Krankheit, Gewaltverbrechen oder Hunger, was einer stabilen Wirtschaft zu verdanken ist, die von wohlhabenden Kolonien und Tessias gewaltigen Izero-Reserven gestützt wird. Spuren von Izero in Wasser und Boden sind so häufig, dass sich die meisten Lebensformen auf Tessia daran angepasst haben. Tessias Wohlstand ist durch den Angriff der Reaper ins Wanken geraten. Die Kommunikationsinfrastruktur, das Rückgrat der E-Demokratien der Gesellschaft, wurde eliminiert. Millionen sind ohne Energie, Wasser oder Lebensmittel. Ein Schachzug, der die Asari zur Kapitulation auf breiter Ebene bewegen soll. Dieser Schritt der Reaver-Strategie ist notwendig, weil Husks allein nur schwer eine Population von Biotikern entwaffnen oder festnehmen können. Population 5,5 Milliarden, oder haben sie aber das ganz gut im Zaum gehalten, die Population. Okay, brechen wir auf. Los geht's. Tessia liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Das wird ungemütlich. Na gut, also wir haben auf jeden Fall Yara mit dabei, das ist natürlich verständlich. Und ich würde sagen, als zweiten nehmen wir mal Javik mit. Ja genau. Nehmen wir Javik mit. Los geht's. Machen wir gar nicht erst großes Brimborium jetzt so rum. Ich will bloß mal schauen, dass ich meine Waffen angelegt habe und dass meine Punkte... Genau, ich dachte es mir fast, dass ich noch Punkte auszugeben habe. Erhöht Kraft und Schaden, Wirkungsradius, Kraft und Schaden. Ist eigentlich egal, ich benutze es eh nicht. So, und bei euch... Gehen wir ein bisschen auf die Warp-Munition hier. So, damit sind die ausgegeben. Und Javik noch einmal das Schmettern vollständig machen. Handlungsunfähigkeit oder Aufladetempo. Ja, machen wir halt hier. So, damit kann es losgehen. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ihr Mitgefühl ist eine Schwäche. Sie müssen lernen, Verluste einfach hinzunehmen. Oh, Javik, nur weil du in sowas groß geworden bist, musst du nicht alle anderen auch auf so eine Ebene ziehen. Elysia, nahm sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich habe Ihre alten Missionsberichte studiert. Ihre Mutter war indoktriniert. Ja, wir mussten sie töten. Dennoch hat es sie nicht vom Kämpfen abgehalten. Wie schon gesagt, härten Sie sich ab. Es wird noch viele Verluste geben. Wir können die Opfer nicht ignorieren. Die Reaper mögen ja kein Mitleid kennen, aber wir schon. Ihre Gleichgültigkeit macht sie stark. Zeigen wir ihnen, dass es einen anderen Weg gibt. Genau das. Aber wir sehen schon, hier geht ganz schön die Luzi ab.
Das kann hier nicht wirklich passieren. Heftige Kämpfe. Meine Heimat. Jetzt ist keine Zeit zum Trauern. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Sie müssen Commander Shepard sein. Ja, bin ich. Lass mich mal kurz umsehen hier. Oh. Klar, klauen wir denen erstmal die Vorräte. Warum nicht? Okay, hier unten kann ich dann gar nicht mehr lang gehen. Na gut. Dann sprechen wir mal mit der Befehlshaberin hier, mit der Kommandantin. Commander, wir haben gehört. Die Barriere wurde durchbrochen. Nein, wirklich. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Oh, sehr gern. Bin dabei. So, habe ich den Barrierenmotor erwischt? Ja, sehr gut. Das war doch das Wichtigste erstmal. Da muss ich nämlich nicht ganz so viel ballern danach. So, den hätten wir weg. Ich lade gleich mal manuell nach. Da geht es ein bisschen schneller jetzt, sobald sie auftauchen. Ich habe nichts zum Feuern. Oh, wo kommt ihr denn her? Klar kannst du... Ah, die kommen gleich hier vorne. Das ist natürlich hinterfotzig. Ich dachte, die kommen bloß von da hinten. Sauerei. So, hier unten steht aber keiner mehr. Gut. Nur kurz gucken, dass von rechts keiner kommt. Alles okay. Ich will den Jäger in der Luft sehen. Sofort. Stopfen Sie das Loch. Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was genau hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ich kenne das, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein! Verani Curran, Sie wollten Soldatin werden, als Sie die Destiny Ascension zum ersten Mal sahen. Aber Sie sind kriegsmüde. Von der Niederlage erschöpft und voller Sorge, dass Ihnen jetzt der Mut zum Weitermachen fehlt. Bei der Göttin, sind Sie? Mit Entschlossenheit kann der Krieg enden. Cool, ich glaube, ich habe noch nie Javik zu der Mission mitgenommen. Das ist ja richtig cool eigentlich. Wir bauen eine proteanische Superwaffe und gewinnen den Krieg. Ich glaube Ihnen. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Okay. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen... Ich fand, die Betonung war gerade falsch. Es müsste eigentlich heißen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde und nicht gewonnen wurde. Falls ihr wisst, was ich meine. Ist irgendwie schon öfter mal vorgekommen. Sehr gut. Komm rüber hier. Okay. Lass uns Spaß haben. So. Das Blutbad haut so übelst rein. Wo ist denn hier noch einer? Ach, hier vorne. Hallo. Na. Wirst du wohl. Das war der letzte.
Und jetzt Tempo runter von der Brücke! Ja, und ihr habt nicht viel zu beigetragen, dass das der letzte war. So, gibt's hier irgendwas zufällig? Nee, ne, ich glaube nicht. Ziehen wir einfach weiter. Auf dem Gebäude da! Wir haben Feuerschutz! Oh! Na holla! Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, ja, Mann! Wir können leider die Verluste nicht betrauern. Verteilen und in Deckung gehen! Denkst du etwa, dass du hier jeden retten kannst? Ich glaube nicht. So, drauf da. Was sind das für Spornkapseln? Na gut, schlagen wir uns erstmal ein bisschen durch hier durch die Kannibalen und dann kümmern wir uns mal um diese Spornkapseln dort. Was auch immer die machen. Oh, was? So, schon besser. Oh, nein! Banshees! Oh Gott. Gut. Gerettet. Nein! Nicht in die Banshee rein, das ist nicht gut. So, was haben wir hier? Singularität, den Warp, bitte. Ich gehe dabei mal auf den Marodeur drauf. So, ja, ich nehme mir den vor und ihr ladet mal ganz schnell eure Fähigkeiten wieder auf. Ich habe nämlich keine Lust, der Banshee hier zum Frühstück vorgeworfen zu werden. Darf ich mal irgendwie hier durch? Halt, 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 halt. Wer schießt denn da auf mich? Du. Du bist tot. So. Damit das Problem schon mal aus dem Weg gezogen wäre hier. Oh, natürlich baut sie genau in dem Moment den Schild wieder auf. So, jetzt aber. Verrecke! Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Wenn ihr mir sagt, wohin? Da lang, okay. Alles gut. Lass uns vorstoßen. Ich hoffe, den Außenposten gibt es überhaupt noch, zu dem wir aufbrechen. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Als wir die Reaper bekämpften, haben sie unsere eigenen Kinder auf uns gehetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie gingen davon aus, dass wir zögern würden, sie zu töten. Haben sie gezögert? Welche Antwort wäre Ihnen lieber? Keine. Reden wir nicht mehr davon. Ich weiß auch nicht, welche besser wäre. Gut. Über uns! Oh, shit! Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal einen gesehen habe. Mein Volk hatte aufgehört, an Teufel zu glauben. Als die Reaper ankamen, hat sich das wieder geändert. Oh Mann. Direkt unter einem. Na, danke schön. Oh. Was? Scharfschützen? Links Scharfschützen? Ach, da oben, Asari-Scharfschützen, alles klar. Gut, denen kommen wir gleich zur Hilfe. Alles gut. Spezialistin Kayla, Spezialistin Geneva wurde soeben durch Heißbeschuss getötet. So, ich schau nochmal ganz kurz, ob hier was gibt. Noch kein Anzeichen von. Naja, sieht nicht so aus. Die Stärke der feindlichen Kräfte hat sich verdreifacht. Ich bin vom Außenposten Tykes abgeschnitten. Moment, Shepard ist soeben eingetroffen. Kopf einziehen. Oh, neue Waffe. Alles klar. Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind, so lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir es zum Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte. Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir heizen den ein. Okay. Geht klar. Versuchen wir uns mal zum Außenposten durchzuschlagen. Wer hat denn da gerade schon wieder hier ein Schild gehabt? Ich habe doch eine Barriere gehabt. Ich habe doch gerade jemanden mit Barriere gesehen. Der Kannibale, aha. Ich dachte schon irgendwas Schlimmes. So. Schauen wir doch mal zum Spielen vorbei hier bei den Jungs. Das sollte doch möglich sein, wa? Ach, deshalb. Alles klar. So. Ach, Todeszone. Pah. Das geht schon. Das geht alles. Hörst du wohl auf, mich zu schlagen? Okay. Ja, genau, mach die mal weg. Das ist
Ganz gut. Ich weiß nicht, was die tun, aber weg damit. Das war der letzte. Bewegung, Commander. Ja, geht klar. Zu dem Reaper. Das ist ein Weg hier raus. Ihre Vorstellung von einem Fluchtweg ist interessant. Wir haben keine andere Wahl. Na wunderbar. Lass uns zum Reaper gehen. Ich bin sehr entzückt. Na? Herzlichen Glückwunsch. Dieser Albtraum hört niemals auf. Oh doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. 50.000 Jahre später. Genau dafür kämpfen wir, dass der aufhört. Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber... Nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ist hart, aber ohne deren Hilfe sehe ich keine Chance reinzukommen. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwan, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Talon 1. Bin unterwegs. Talon 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Fackelt sie auf. Talon 1. Vorsicht wegen des Störsignals. Ziel erfasst. Getroffen. Der Stabilisator ist Schrott. Los, Commander. Ich decke sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen sie in... Natürlich muss auch wieder eine Banshee dabei sein. Ist doch logisch. So, ich wollte eigentlich erstmal die Banshee weg haben. Es ist mir nämlich nicht so lieb, dort rein... Oh, ja, reinzugehen, wenn die Banshee noch mit dabei ist. Aber ich sehe schon, die Banshee kommt zu uns. Das ist natürlich auch entzückend. So, macht ihr mal... Okay, während sie den Schild aufbaut, gehe ich mal kurz mit anderen spielen. Insofern sie wollen. Nee, klappt nicht. Na gut, Lyra, mach du das. Sehr gut. Jetzt. Okay, wo haben wir denn hier noch jemanden? Da. Alles gut. Jetzt, wo die Banshee weg ist, kein Problem mehr. Was zum... Wer war das denn? Ach. Deshalb. Ich dachte mir gerade schon, was ist denn hier los? Okay, den holen wir uns aus der Ferne. Weiter so, Taylor 5. Alles klar. Keine Raketen mehr, wechsel zum Geschütz. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Okay, stoßen wir weiter vor. Vorwärts, das ist unsere Chance. Eklig, eklig. Was sind denn das nur eigentlich für Dinger? Ich weiß es immer noch nicht so richtig. Auf jeden Fall nehmen wir hier definitiv mal die Laufverlängerung mit. Wer hätte das nur gedacht? Na klar. Achso, ich dachte gerade, es ist die Heuschrecke, die im Visier ist. Ja, ja, ist schon okay. Schnapp du dir die Heuschrecke. Ich nehme mir den Rest vor. Insofern irgendwas kommt hier. So, die Spornkapsel soll sich verpissen. Keine Gegner mehr für mich. Ah, ich dachte mir schon. Es musste ja noch was Tolles kommen. Ach du Schande. Ja, die Heuschrecken wollen jetzt, glaube ich, auch mit uns spielen. Reaper haben auch Luftunterstützung. Mist. Lass uns erstmal kurz hier Lyra wiederbeleben.
So, und dann holen wir uns mal die Heuschrecken. Da muss doch was zu machen sein. Das wird doch gehen, oder? Shit, die haben den Barrierenmotor dort. Scheiße, die haben den Barrierenmotor. Komm schon. Mach das. So, zumindest eine von den beiden haben wir schon mal. Wo ist denn dieser verdammte Barrierenmotor? Der ist unglaublich nervig. Na klasse. Ah, Mist. Warp und dunkler Kanal, bitte. Jarvik ist hinüber. Dieser verdammte Schild. Okay, wenn die Heuschrecke sich verzieht, dann kann ich jetzt auch mal hier. Aber da ist noch irgendwo eine von den Rachni-Viechern, ne? Ach, was soll's. Einfach rein. Oh shit, ja. Da sind sie. Und drauf. Shit. Ja, der Verwüster, da ist er. Oh, das sind gleich zwei. Ach du Schande. Oh Gott. War eine Spitzenidee. Was soll's? Einfach drauf. Muss das denn sein? Immer diese Sauerei hier. Okay. So viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Kriegen wir hin. So, haben wir es dann? Gut. Weiter geht's. Das war schon ziemlich heftig gerade. Aber die Luftunterstützung, auch wenn sie gestorben sind dabei, war nicht umsonst. Die haben uns definitiv geholfen. Anscheinend wurde der Tempel verbarrikadiert. Ist natürlich schlau, die Steuerung für die Barriere außen dran zu machen, wenn er verbarrikadiert wurde. Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Vermischen die Asari immer Religion und Militär? Nein, das ist ungewöhnlich. Vor allem, weil nur noch wenige der Asaim-Doktrin folgen. Okay. Lass uns reingehen.